Okay, ich habe die Mannschaft von Rosenheim interviewt, habe alle Einzelspieler. Wir sehen, die Stimmung ist absolut gut. Alle Spieler haben eine Menge Freude und Spaß am Spielen. Die haben sehr viel vor in der kommenden Saison. Sind auch mit der vergangenen Saison zufrieden. Es könnte besser laufen. Es gab es auf und ab. Aber lass uns hören jetzt, was das Management-Team sagt. Erstmal die Rena aus Sicht von, sagen wir, diese ganze Umfeld und Organisation. Wie ist es gelaufen aus ihrer Sicht und was sie als Schwerpunkte sieht für die kommende Saison? Rena. Ja, danke. Danke erstmal, dass der Bayerische Badmintonverband wieder da ist und bei uns ist. Und da bin ich gleich dabei. Also wir haben, nachdem die letzte Saison ja für uns sportlich gesehen recht gut gelaufen ist, da wird sicher der Mani noch was zu sagen, aber auch von der Organisation her, denke ich, alles das geleistet, was wir leisten konnten. Es war einige Zeit lang offen, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Die große Frage war natürlich das Geld, die Finanzen. Aber ich denke, mit so einem Dreigestirn, wir haben das ein bisschen aufgeschlüsselt in Förderer, da ist die Stadt Rosenheim drin, da ist der Bayerische Badmintonverband drin, da ist der Bezirk Oberbayern drin. Das ist das ganze Paket Förderer. Dann gibt es natürlich die Sponsoren für die erste Bundesliga. Aufgrund der Spitzensportleistungen, die wir doch bieten und die wir auch durch unsere erste Bundesliga hierher holen, nämlich wirklich internationale Spitzenklasse, die dann ja mit ihren Verträgen uns wieder zur Seite stehen. Wir sind aber immer noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollten, was Sponsoring betrifft. Und dann gibt es noch ein Projekt, was wir angeschoben haben oder in Fortsetzung des im vergangenen Jahr ausgelaufenen Projektes mit der Sparkassenstiftung, nämlich ein eigenes Projekt. Unsere Badminton Juniors sind ja durch dieses Sparkassenstiftungsprojekt in den letzten 2 Jahren ganz gut vorwärts gekommen. Wir haben also viel mehr jugendliche Kinder in den Verein gekriegt, die also jetzt ein Badminton Juniors Team bilden und die haben Partner bekommen, echte Partner gekriegt und mithilfe dieser Partner, das sind insgesamt schon mal 5, die also wirklich als Sponsoren für diesen Bereich, nämlich das, was die Zukunft nämlich in die Generation zu stecken ist, da ist. Insofern ist eigentlich die Grundsorge in der Abteilung Badminton, was die Finanzen betrifft, doch ganz gut in den Griff gekommen. Dazu jetzt natürlich die Bundesliga und wir freuen uns eigentlich auf die Bundesliga. Motivation ist unser Stichwort für das neue Jahr. Hinter Motivation sehen wir natürlich Begeisterung. Begeisterung für die Sache. Jeder von uns als Helfer, als Motivator muss sich dort mit Begeisterung füllen. Und ich denke, nachdem die Sportler alle Ja gesagt haben, haben wir das jetzt erreicht. Wir Funktionäre oder wir Helfer, wir Team drumherum sind da und es kann eigentlich gestartet werden. Also wir sind ganz gute Hoffnungen. Wie ist es mit den Zuschauern und so weiter? Kommen genug Leute zum Spielen aus deiner Sicht, zum Zuschauen aus deiner Sicht oder könnte mehr da passieren? Ja, letztes Jahr war es, wir hatten mehr erwartet, muss ich sagen. In den Abendeinheiten war es ganz gut, war wirklich schön gefüllt. An den Nachmittagen lag es meistens immer ein bisschen am Wetter, doch wenn das Wetter besser ist, sind die Leute doch nicht so häufig hier. Unsere Stammgäste sind da, das Stammpublikum ist mehr geworden, aber das grundsätzliche Publikum, ich denke, da kann viel, viel mehr geschehen, da muss auch mehr geschehen. Gibt es aus deiner Sicht noch Möglichkeiten, Zuschauer in der Halle zu locken? Ja, wenn wir das Rätsel gelöst hätten, dann wüssten wir jetzt, wie wir damit umgehen. Also wir tun alles, was wir machen können. Wir gehen ein bisschen professioneller mit den Werbemöglichkeiten um, denke ich. Gezielter an spezielle Leute ran. Aber Badminton-Interessierte zu finden, die dann nur dem Zuschauen kommen und vielleicht das Portemonnaie ein bisschen aufmachen, die sind schon sehr rar. Okay, wir wissen, es ist echt schwierig, sagen wir, Badminton als Sport einfach. Das kriegt nicht diese öffentliche Aufmerksamkeit, wie wir uns wünschen. Aber wenn du einen Traum hättest, Rena, sag mir, in 5 Jahren, ich weiß, die Frage ist schwierig. Was ist denn dein Bild von Rosenheim in 5 Jahren? Oh, das ist sehr schwer. Also erstmal ist es das Badminton-Spiel mit dieser ersten Bundesliga, mit diesem Spitzensport, ist es eine super kleine, schicke Perle, also die wir einfach pflegen wollen und wenn eine Perle gut gepflegt wird, dann glänzt sie auch und wird immer besser und das muss erkannt werden. Ja, in 5 Jahren, also wäre nett, wenn wir schon eine eigene schöne große Halle hätten, wo wir alles so drin haben, ohne dass wir noch was aufbauen müssten, also wo man kommt. Das ist natürlich eine Angelegenheit der Stadt, aber wir kämpfen selber um solchen Stellenwert. Ja, und dann natürlich knacken volle Halle, das wäre natürlich schon klasse. Ne? So, Rena, gut, also
Perlen brauchen Zeit, ja. Diamanten stehen unter Druck, aber Perlen brauchen Zeit. Und wir sehen, dass einfach die Vision ist da, ja, die Wünsche sind da, aber es muss sehr viel getan werden. Aus sportlicher Sicht ist Manfred dabei. Ich meine, das ist, beide arbeiten sehr schwer. Und einfach diese Arbeit an Menschen ist dein Schwerpunkt, Manfred. Wie ist die Saison aus deiner Sicht gelaufen und wie siehst du die Zukunft? Arbeit mit den Spielern, das harte Brot. Erstmal vergangene Saison, denke ich, Saisonziel haben wir erreicht, in der besseren Hälfte, Platz 5. Ich wäre sicher mehr drin gewesen, vielleicht Platz 4. Aber die Top 3, an denen kommst du kaum vorbei, die sind einfach zu stark besetzt. Insofern sind wir nicht unglücklich. Das größte Problem war sicher das Damen-Einzel, dass die Josefine Wendthold gar nicht spielen konnte. Das heißt, mit dem haben wir eigentlich nicht geplant. Dadurch ist das Damen-Doppel etwas schwächer geworden auch teilweise. Aber wollen wir uns jetzt nicht beklagen. Wie ist es mit den neuen Zugängen, Isabel und Julia? Ja, wir sind eigentlich sehr froh, dass wir die Isabel wieder zurück haben quasi nach Bayern. Ich kenne sie noch als 13 oder 15 Spielerin, dann ging sie ja nach Hamburg. Das war natürlich jetzt optimal für uns, fürs Mixed auch, natürlich auch fürs Damen-Doppel. Julia ist mir erst so im Laufe des letzten Jahres aufgefallen, dass sie eigentlich riesiges Potenzial hat. Ich habe sie einfach mal angesprochen. Sie hat sich ganz gut geschlagen bei den deutschen Meisterschaften auch. Bei den Erwachsenen war sie mit uns unterwegs und dann haben wir sie einmal gefragt, ob sie Lust hätte. Und sie hat erfreulicherweise zugesagt. Ich traue ihr sicher zu, dass sie das hinkriegt. Sie wird sicher viel Lehrgeld zahlen müssen, aber ich denke, das schafft sie. Und wir hoffen, dass wir sie halt auch auf einem Spitzensportweg begleiten können oder in den Leistungssport ein bisschen hineinbringen mehr. Und dass sie dort irgendwann auch in Mülheim landet, wo jetzt zum Beispiel Isabelle ist und wieder bayerische Spielerin dort Fuß fasst auch, ne? Ich sehe, wenn ich die Mannschaft jetzt sehe im Vergleich zu voriges Jahr und auch jetzt die Zukunft, da sind viele Spieler, haben sich weiterentwickelt, die Barbara Bellenberg und auch das dritte Einzel oder das zweite Einzel, Matthias Almer. Wie siehst du das? Das sind echt junge Spieler, die nach vorne spielen. Ja, vielleicht nochmal zuerst die Damen. Also die Barbara hat sich gut entwickelt, macht jetzt sehr viel Athletiktraining und ihr großes Ziel ist ja auch, am Stützpunkt in Mülheim anzukommen nächstes Jahr. Sie schreibt 2013 Abitur und dann soll eigentlich der Sprung nach Mülheim gelingen. Im September ist eine Probewoche, da wollen wir sehen, wie sie sich dort präsentieren kann. Bei den Herren, denke ich, Matthias entwickelt sich gut in Wien am Leistungszentrum. Dort ist auch dort zusammen mit dem Tan, mit unserer Nummer 1, der sich auch noch weiterentwickelt anscheinend. Der gewinnt jetzt einige internationale Turniere auch und ist immer gut drauf. Ansonsten so den Herren, klar, Olli hat sich tierisch entwickelt, knapp Olympia-Quali verpasst, Peter auch. Beide gehen, soviel ich weiß, nochmal 4 Jahre an auf Rio de Janeiro. Hannes entwickelt sich jetzt vom Einzelspieler zum Doppelspieler, aber ich denke, ich hoffe, dass er im Einzel noch an Nummer 2 auch so seine Punkte gewinnt. Und generell bin ich froh, dass alle Jungs an Bord geblieben sind. Also einige konnten vielen guten Angeboten widerstehen von anderen Bundesligisten aus dem Norden. Und insofern sind wir nur froh, dass sie da sind, weil ansonsten wird das alles ein bisschen fraglich werden. Motivation als Stichwort. Wie ist deine persönliche Motivation? Du bist so viele Jahre dabei, das ist wichtig. Es ist nicht einfach. Neue Saison kommt an, wieder sich zu motivieren. Was tust du persönlich, damit es, sagen wir, dass diese Energielevel bleibt? Ja, die Frage hat man uns erst vor kurzer Zeit gestellt, der Herr Kleibel, die Rena und ich. Was uns treibt quasi. Es war ganz interessant, die Antwort von Manfred auch. Ich denke, es ist sicher, man hat was aufgebaut und es läuft gut. Da will man dranbleiben und es ist ein bisschen Verpflichtung auch der Sache generell. Und dann ist es auch, sicher ist auch mein Job, das ist meine Aufgabe oder meine Berufung, sagen wir mal. Ne? Das kommt dann alles zusammen. Was mich jetzt ganz klar wieder noch mehr motiviert, jetzt unabhängig von der Bundesliga, es hängt auch zusammen, weil für mich ist es die nächste Generation. Die Kleinen, die Kurzen, die Kids, die jetzt kommen, die Babin Juniors, wo Rena das Projekt noch rausgestampft hat, macht wieder viel Spaß, mit Kleinen zu arbeiten, am Mann. Und die vielleicht, wenn es uns gelingt, so lange in der Bundesliga zu bleiben, vielleicht, dass eine von denen, von der Generation dann in 5, 6 Jahren in der Bundesliga aufschlägt, damit schließt sich wieder ein bisschen der Kreis. Und ja, das ist so das Fernziel, wenn man es hinkriegt. Deine persönliche Motivation?
Wie bleibst du noch dran? Wie bleibst ja, du so das fröhlich? Ist natürlich schwierig. Ich arbeite fröhlich. In Wien und bin natürlich jetzt ja, nie hier. Also nie, das ist das aber Problem. Trotzdem. Aber mit Hilfe der Technik des Internets, also schafft man ja doch die Arbeit auch als Management, also die Sponsoren zu kriegen und so weiter. Schon. Also für mich persönlich ist es einfach Pflichtgefühl, klar. Also es ist so, man hat die Burschen zum Großteil übers Athletenhaus ja irgendwie großgezogen und als sie ja gesagt haben, war für mich ganz klar, jetzt bleibe ich auch. Und der Manni war damit motiviert und damit schließt sich für mich wieder der Kreis. Also ich bin als Partnerin vom Manni da und komme deshalb auch sehr gerne her an dem Wochenende, wo Bundesliga ist, um dann eben auch Bundesliga und ihn gemeinsam zu genießen. Also das passt zusammen. Okay, ein schönes Bild. Wir sehen, dass eigentlich die Motivation ist bei beiden groß. Wir haben in Rosenheim, die Spieler haben mir das vermittelt. Das ist einfach ein Platz der Freude. Ich würde sagen, wir können das einfach abschließen mit, wie könnte man das beschreiben? Ich würde sagen, auf Englisch beschreiben, ihr sagt, hier kann man sagen, dass ihr die Leute glücklich macht. Delivering happiness ist, was Rosenheim auszeichnet. Ich bedanke mich. Schauen wir mal. Danke, Trevor, dass ihr dabei seid. Danke. Danke, Dieter. Und danke alle in Bayern für eure Unterstützung. Genau. Mach uns glücklich.